Meine Milch, mein Quatsch. Mein Energy, meine ich. Hau ab, lass mich. Ich mach schon mal leer. Oh, Alter. Das finde ich halt gut bei dem. Es kann ja mal was schief gehen, ist doch alles gar kein Thema. Und die Leute sitzen aber sofort dran und fixen das Problem. Da kenne ich andere Spiele, wo du jahrelang Bugs hast oder wo die Bugs nie gefixt werden, weil es in einem Jahr schon wieder ein neues Spiel von dieser Kategorie gibt. Ich glaube, wer an der Szene ist, weiß, wovon ich rede. Aha, gut zu reparieren. Kostengünstig, das gefällt mir gut. So wie die Korund. Svenny, was willst du testen? Ich glaube schon wieder irgendwas nicht aufgepasst. Oder vercheckt. Na. So. COD, mein bester COD. Da kommt noch jedes Jahr ein neues raus. Und die Bugs, die da drin sind. Gerade bei... Meine Milch, mein Quatsch. Mein Energy, meine ich. Hau ab, lass mich. Alter, warte. Ich komm jetzt. Darfst du dich zeigen. Alter, hab ich mich erschrocken. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir müssen jetzt wieder Augen und Ohren aufsperren. Nicht, dass schon ein feindlicher Spieler hier am Bunker ist und sein Unwesen. Ja, da ist er doch schon. Lief da vorne jetzt einer? Da, in der Tat. Sind zwei. Nee, wird doch bloß einer, oder?
ob ich noch mit Energy versorgt war. Knolle, grüß dich. Die haben mich voll gebübelt. Da ist noch ein Skeff. Oh, wir stehen noch unter Strom. Wie lange noch? Eine Minute. What cool? Also. Hey, ты куда пошел? Was denn jetzt? Das war doch wohl ein Spieler, der hier rumgerannt ist, oder? Ich hab doch aber noch nicht... Jetzt muss ich gucken, Leute. Das waren doch jetzt keine 5 Skeffs. Puh. Scheinbar doch. Quest ist fertig. Geil. Die Flucht aus Darkwolf läuft heute etwas zäh. Nicht so rosig, aber gerade eine Quest geschafft. Man will nicht meckern. Naja, dann können wir ja direkt hier zum Outskirts raus. Aber der da vorhin vor uns mit dem Rucksack lief, ah, das war komisch. Der hat erst rüber zum Bearscamp geguckt. Dann ist er hier durchgelaufen Richtung Containerburg. Ich hätte wetten können, dass es ein Spieler war. Aber man hat keine Schüsse gehört, nichts. Obwohl hier die Skeffs scheinbar wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Ja, aber seltsam, dass die den so in Ruhe gelassen haben. Aber ich glaube auch erst hinten da Richtung diesen Konvoi runtergelaufen. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt hier eins in die Fresse kriege. Oh, auch eine schöne... Ich habe keinen Rucksack mehr. Ich mach schon mal leer. Oh, Alter! Da geht die Post ab. Boah, ich bin erschrocken. Alter Schwede, alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Ich dachte, jetzt prasseln die Headshots nur so auf mich ein. Danke, Thomas, für dein Stufe 1-Abo an die Community. Gas ein Basti hat ein Abo geschenkt bekommen vom lieben Thomas. Wahnsinnstyp. Dankeschön, Thomas. Da lacht das Herz. Puh, obwohl da noch der Schreck drin sitzt. Nolle, du verrückter Hund, ich danke dir. Ja, das war jetzt habe ich mich nicht erschrocken. Also, da, weil das geht schön gemächlich. Wumm, wumm, wumm. Das ist doch da, wo ich wie ein Held reingeritten komme, oder? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ach, scheiße, kann ich mich nicht wieder hinstellen. Ich danke euch, Leute. Da lacht mein Herz. Da blühe ich auf. Da fühle ich mich glatt 20 Jahre jünger.
Danke, Knolle. Bist verrückt. Du hast schon 4 Abos verschenkt auf diesem gottverdammten Kanal. Ja, aber jetzt gut. Hebt euch noch was für später auf. Aber ich freue mich natürlich riesig. Danke euch. Ich mache auch demnächst mal ein paar sag doch, ein paar Icons, wie sagt man, Emotes. Aber es ist halt, mir fehlt halt echt die Zeit. Ich brauche viel mehr Zeit, Leute. Es ist halt, das Leben ist leider kein Ponyhof. Aber euch wird es ja nicht besser gehen. Der Tag hat leider bloß 24 Stunden und davon ist man schon über ein Drittel unterwegs. Länger eigentlich. Gut, ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich wenigstens mir die Fahrerei sparen kann, sozusagen, weil ich im Homeoffice bin. Oh, du hast Klaus ein Stufe 1 Abo geschenkt. Danke, Thomas. Schon dein zweites, was du verschenkst. Mann, ihr seid wahnsinnig. Aber dieses Mal habe ich mich nicht erschrocken irgendwie, komischerweise. Danke, Leute. Mir fehlen echt die Worte, Mann. So, aber gut jetzt. Verschießt nicht eure Munition an einem Tag. Geil, dann können wir jetzt endlich mal auf eine andere Map. Reserven müsste ich mal noch. Da muss ich noch 5 Raiders dort schießen. Der hat's hinter sich, oder? Alter später. Da sage ich Dankeschön. Oh, armes Schwein. Ich lasse ihm mal seinen Helm und... warte mal, ich brauche doch weg das Zeugs. U6, sehr schön. Es sah am Anfang so aus, ja, aber die laufen nicht so weit. Die kommen nicht so weit aus ihrem Versteck. Sehr nice. Bis jetzt kein Grund zu meckern, zur Meckerei hier. Ach, seine Pistole lasse ich ihm auch. Ich hoffe, es war seine. Jetzt habe ich mich aufgepasst.
Sehr nice. U6 brauche ich noch.